Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video und zu einer neuen Serie. Und zwar zu Redstone für Anfänger. In dieser Serie werde ich euch einfach alles zeigen, was man so mit Redstone machen kann und die Grundlagen von Redstone. Und in diesem Video zeige ich euch als erstes Redstone denken. Und was ich damit meine, seht ihr jetzt. Als erstes zeige ich euch, was sogenannte Automaten sind. Ein Automat ist etwas sehr einfaches, und zwar, das hier ist schon ein Automat, und zwar ist es eine Redstone-Schaltung, die ein Input hat, also diesen Hebel, dann eine Umwandlung, hier ist es jetzt einfach nur eine Umleitung, und dann hier TNT, was sozusagen unser Output ist, also eine Explosion. Also ich glaube, ich muss jetzt nicht demonstrieren, was passieren würde, wenn ich diesen Hebel hier aktiviere, natürlich, das TNT explodiert. Das ist jetzt ein relativ einfacher Automat. Wenn man jetzt zum Beispiel größere Projekte baut, kann es natürlich sein, dass man auch komplexere Automaten baut, und dann kann es auch sein, dass man Unterautomaten braucht. Das sind sozusagen Automaten von einem Automaten. Und ja, das ist eigentlich das Erste, was ihr so wissen müsst. Als nächstes gibt es drei Schritte. Der erste Schritt ist ganz einfach überlegen, was will man bauen. Der zweite Schritt ist, ihr baut es, aber so groß wie möglich, sodass ihr selber versteht, was ihr baut. Und der dritte und letzte Schritt ist die Perfektion. Das heißt, man baut es kleiner, praktischer und auch fehlerfrei. Ich würde sagen, fangen wir einfach mal mit Schritt 1 an. Als erstes überlegt ihr euch also, was ihr bauen wollt. Ich habe jetzt zum Beispiel den Plan, eine Tür zu bauen mit einer Kasse. Dort bezahlt man mit einem Emerald. Die Tür öffnet sich, die Tür bleibt ein bisschen länger auf. Man kann durchgehen, dort ist eine Druckplatte hinter der Tür. Und die sorgt einfach nur dafür, dass die Tür hinter einem wieder zugeht. Also jetzt einfach mal so ein Eingang für ein Museum. Jetzt fange ich dann einfach an. Also brauchen wir als erstes irgendwas, damit wir bezahlen können. Für das Bezahlen überlege ich jetzt erstmal selber irgendwie ein Prinzip. So. Ich muss gerade erstmal das aus dem Kopf selber bauen. So, hier noch einen Trichter hin und hier so einen Block hin. Hier muss ein Redstone-Fackel hin. Mir jetzt gerade erstmal selber überlegen. Die Redstone-Fackel muss hier eigentlich hin. So. Hier ein Verstärker hin. Hier dann theoretisch einfach nur Redstone. Das muss ich erstmal selber überlegen. So, kurzer Test. Und zwar ist das jetzt tatsächlich schon ein Unterautomat. So, 1, 2, 3. So, jetzt sollte es funktionieren. Wir haben hier jetzt einen Emerald, genau. Und zwar ist das jetzt einfach so eine Maschine, wo man bezahlen kann. So. Nein, nicht da. So. Ich baue das jetzt nicht unterirdisch, sondern damit ihr halt versteht, wie es funktioniert. Und zwar haben wir jetzt hier eine Truhe. Wir bezahlen mit einem Emerald. Das Redstone-Signal geht an. Und der ist noch nicht komplett drin, sollte aber mit dem nächsten Lauf dann auch reingehen. So, und hier ist wieder der Emerald. So, also das hier funktioniert schon mal. Das hier ist einfach nur, damit wir bezahlen können. Das heißt, das hier ist tatsächlich schon ein Automat, also unser Unterautomat von dem kompletten Konstrukt. Und zwar haben wir hier unser Input. Hier bezahlen wir einfach mit einem Emerald. Das wird hier reingepackt, landet hier. Wenn hier dann
19 Emirates sind, anstatt 18, geht hier eine Stromstärke höher. Das wird aktiviert, das wird deaktiviert und dieser Hopper nimmt dann hier ein Emerald raus. Und dann landet halt hier ein Emerald, wird aber direkt wieder geblockt. Das heißt, man muss noch ein Emerald reinwerfen und dann landet dieser Emerald in diese Chest, während hier, warte, während hier diese eine Emerald, der halt hier dann zu viel ist, hier nach unten wandert. Das ist schon mal unsere Bezahlung. Und falls ihr jetzt nicht wisst, wie man so etwas baut, helft am besten, geht ihr auf YouTube und wenn ihr, also ich empfehle euch, wenn ihr selber was bauen wollt, nimmt dann nicht ein komplettes Tutorial für den kompletten Automaten, sondern nur für den Unterautomaten. So. Hier ist jetzt ungefähr unser Gang, wo wir hier bezahlen. So. Hier ist dann noch ein Redstone-Signal. Das müssen wir verstärken. Und hier haben wir jetzt unser Output. Also hier ist Emerald Input, Umwandlung. Also Emerald wird zu Redstone-Signal. Und hier bekommen wir dann ein Output, und zwar ein Redstone-Signal. Mit diesem Redstone-Signal machen wir dann Folgendes. Hier ein Verstärker hin. So. Dann hier eine kleine Batterie hin. So. Dann hier ein Verstärker hin. Und wieder eine Batterie hin. So. Damit das jetzt so aussieht, sieht komplex aus, ist es aber nicht. Und zwar ist es jetzt so, sobald hier ein Redstone-Signal reingeht, gehen alle von diesen. Warte kurz mal, der funktioniert nicht. Ach. Hier muss ein Block hin und nicht da. So. Und zwar gehen jetzt alle von diesen Vergleichern an. Und sobald diese Redstone-Fackel weg ist, geht hier erstmal alles runter und danach geht hier alles runter. Und dann schließt die Tür. So, die Tür machen wir einfach hier so hin. Das hier wird jetzt unsere Tür. So. Das ist unser Eingang zum Museum zum Beispiel oder halt zum Kino, was auch immer ihr bauen wollt. So. Jetzt müssen wir nur noch hier ein Redstone-Signal reinbekommen. Das heißt, wir bauen hier Redstone hin. Das muss kurz mal hier weg hier. So. Hier ein Verstärker hin. Und dann am besten so. Und theoretisch sollte jetzt schon mal das funktionieren mit dem Bezahlen. Und dieser Verzögerung hier, sodass halt die Tür ein bisschen länger aufbleibt. Wir bezahlen. Ja, okay, gut. So kann natürlich jetzt nicht funktionieren. Höre am besten hier den Input rein. Das ist jetzt mein Fehler. So. So und so. Jetzt sollte es funktionieren. Aber hier sollte jetzt auch ein Emerald sein. Genau. Diese Kiste ist jetzt einfach nur für den Besitzer, damit er halt die Emeralds dort rausnehmen kann. So. Die Tür geht auf. Man kann hier durchgehen. Die Tür bleibt ein bisschen länger auf. So. Und jetzt brauchen wir hier ein bisschen noch eine Druckplatte. Weil die Tür bleibt ein bisschen zu lange auf. Dort nehmen wir jetzt einfach eine Druckplatte. Am besten nicht hierhin, weil sonst geht die Tür auf, sondern hierhin. Hier wird dann ein Redstone-Signal gemacht. Kurz mal gucken. Yep, Redstone-Signal wird aktiviert. Und das müssen wir jetzt so reinpacken, dass die Komparatoren deaktiviert werden. Also diese Vergleicher.
Das heißt, wir müssen jeweils hier ein Input hinpacken und hier irgendwie ein Input reinpacken. Wird jetzt ein bisschen knapp. Wie packe ich das jetzt hier hin? Kurz mal hier irgendwie reparieren, keine Ahnung. Kurze Frage, wird das hier überhaupt richtig aktiviert? Kurze Frage. Jetzt muss ich erstmal selber überlegen. Ja, funktioniert gut. Jetzt kann man natürlich jetzt einfach denken, dass man das so zusammenführt und es schon direkt einwandfrei funktioniert. So. Und zwar, wenn wir jetzt hier drauf treten, ja, wird alles deaktiviert. Problem beim Ganzen ist jetzt, wenn ihr jetzt Multiplayer spielt, kann es natürlich sein, dass sich hier irgendein Witzbold einfach hinstellt. Und wenn hier jemand hier stehen bleibt, kann man nicht mehr bezahlen. Er gesagt, man kann bezahlen, aber die Tür öffnet sich nicht mehr. Das ist natürlich ein großes Problem, weil dieses gesamte Netz hier nicht mehr richtig funktioniert. So, das kann man natürlich sehr einfach sogar umgehen. So, und zwar, wenn das hier aktiviert wird, hier das hingesetzt wird. Okay, jetzt wird es ein bisschen knapp. Packen wir es am besten hier so hin. Bam, 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 bam. Und hier einfach ein Kabel lang. Jetzt sollte es schon besser funktionieren. Hier am besten dann einfach ein Item rein, egal welches Item. Und zwar sollte jetzt hier ein kurzes Signal nur kommen. Okay, gut, es wird jetzt hier geblockt. Aus irgendeinem Grund. Wie kann ich das jetzt verhindern? Das steht auf Spannung. Wie werde ich das jetzt los? Ich kann jetzt natürlich auch versuchen, einfach mit einem Beobachter. Und zwar merkt ihr jetzt schon, dass es sehr chaotisch werden kann. So, jetzt ist ein kurzes Signal. Ja, jetzt sind hier zwei Signale. Kann natürlich problematisch werden. Kurzer Test. Nehme ich hier kurz mal eine Holzdruckplatte. Werfe hier ein Item drauf. So, ist aktiviert. Okay, jetzt seht ihr schon, hier ist irgendwas nicht richtig. Das ist durch diesen Beobachter. Und zwar haben wir bis jetzt einfach nur diesen Automaten, wodurch wir halt jetzt diese bezahlen können. Hier eine Batterie, noch eine Batterie, hier, was das alles deaktiviert. Und jetzt haben wir einfach nur ein Problem, dass wenn wir hier stehen, das die ganze Zeit anbleibt. Und durch diese Beobachter wird es nicht besser, weil das zweimal funktioniert. Also müssen wir das jetzt irgendwie so bauen, sodass dieser Trichter nicht davon beeinflusst wird. Zugegeben, das, was ich jetzt baue, ist ziemlich, naja. Das versuche ich jetzt einfach mal Freestyle zu machen. So, hier ein Verstärker und Redstone.
ein Emerald rein. Kurz mal Wetter ändern. So. Und zwar wird irgendwie dieser Trichter, der kann es nicht mehr reinpacken. Und jetzt merkt ihr schon, es ist ein bisschen komplizierter als man denkt. Ich mache hier kurz mal einen Cut. So, ich habe jetzt eine Lösung gefunden. Und zwar ist es jetzt so, sobald diese Druckplatte aktiviert wird, wird einmal ein Signal gegeben. Und danach kommt nicht nochmal ein Signal. Und zwar habe ich hier einfach Redstone und hier halt einfach einen Kolben mit einem Redstone-Block. Hier ist einfach so ein Auswurfblock mit einem Item drin. Hier dann ein Trichter, der da rein zeigt. Dann hier diesen Vergleicher, Verstärker und dieses Redstone-Signal geht dann einfach zum Kabel hier hin. Hier ist dann noch so ein Kolben. Das sind ganz normale Kolben. Hier ein Verstärker, einfach ein Redstone-Kabel. Hier einfach so lang legen. Hier muss dann einfach Redstone hin, ein Block und eine Redstone-Fackel. Das sorgt eigentlich nur dafür, dass, wenn ich jetzt hier mal das aktiviere, warte kurz, ich aktiviere es, da kommt ein kurzes Signal. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Beobachter benutzen würde, würden da zwei Signale kommen und es würde kaputt gehen. Und hiermit haben wir eigentlich schon die komplette Technik. Das heißt, packe ich jetzt erstmal alles weg. Ein paar Emeralds. So, ich lege ein Emerald rein. Die Tür öffnet sich. Ich gehe hier durch. Die Tür schließt sich. Und ich bin jetzt zum Beispiel im Museum oder im Kino. So, jetzt fasse ich kurz mal alles zusammen, weil jetzt ziemlich viel hier schon ist. Also fangen wir einfach mal an. Eine Redstone-Schaltung ist ein Automat. Ein größerer Automat, wie zum Beispiel hier, das ist ein großer Automat, kann auch mehrere Unterautomaten haben, die halt einfach nur etwas umwandeln oder halt eben ein Input oder ein Output sind. Dann ist es wichtig, dass ihr euch die drei Schritte merkt. Also als erstes, was wollt ihr bauen? Zweitens, versucht ihr es erstmal so zu bauen, dass es irgendwie funktioniert. Am besten so groß wie möglich. Und danach baut ihr es so klein wie möglich, weil ihr das ja dann verstanden habt. Und daher es auch kleiner bauen könnt. Ich hoffe, dieses Tutorial hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr versteht jetzt immerhin ein bisschen mehr und ein bisschen besser von Redstone. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.